Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Word-Tutorial. Heute möchte ich die Frage eines YouTube-Users beantworten, wie man zum Beispiel Fill-in-Felder, andere Felder oder Verknüpfungen direkt nicht nur im Hauptdokument mit Steuerung AF9, sondern eben auch in den Kopf- und Fußzeilen mit aktualisieren kann. Wir wechseln direkt ins Programm. Ich habe euch ein leeres Dokument mitgebracht und werde hier über das Register einfügen in der Gruppe Text. Hier mal ein Feld einfügen. Hier gibt es den Button Schnellbausteine oder Schnellbausteine durchsuchen. Darunter findet ihr Feld und in diesem Assistent, also in diesem Pop-up-Fenster, sind sämtliche Feldoptionen hier hinterlegt. Zum Beispiel war es seinerzeit das Fill-in-Feld, was wir vorgestellt haben. Ich verlinke euch das auch mal in der Beschreibung oben. Und in diesem fordere ich den Nutzer, die Nutzerin auf, etwas zu tun, zum Beispiel den Name einzugeben, und ich kann auch eine Standardantwort vorgeben. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Vornamen und drücke OK, um diesen dann direkt mit nochmal OK zu platzieren. Dasselbe mache ich mal in der Kopf- und Fußzeile. Durch den Wechsel dahin, das geht zum Beispiel mit dem Doppelklick oben in den Kopf oder in den Fuß des Dokumentes, lande ich auf einer anderen Ebene. Ich verlasse also das Hauptdokument in der Hauptebene und gelange dort hinein. Wenn ich jetzt also ein Feld hinzufüge, das geht hier sogar über einen Schnellzugriff in den Kopf- und Fußzeilen direkt im Menüband, da gibt es die Gruppe Einfügen, Schnellbausteine, Feld. Ihr könnt aber auch über den eben gezeigten ganz klassisch gehen. Es ist hier einfach schneller zu erreichen. Feld auswählen, kommt wieder in die Bibliothek, wo ihr eure Felderfunktionen auswählen könnt. Also zum Beispiel beliebt sind auch Uhrzeit, Datum und Uhrzeit und solche Dinge. Und hier können wir dann eben loslegen, zum Beispiel eine Versionsnummer oder ein Ort oder sonstige Dinge, die ihr anfordern könnt. Ich nehme mal den Ort. Wähle da mal Darmstadt als Standard, das muss man nicht, aber das macht natürlich Sinn, wenn immer aus Darmstadt zum Beispiel oder meistens versendet wird. So, jetzt haben wir die Problematik. Wenn ich nämlich jetzt STRG A drücke, werden alle Felder markiert, die sich auf der Ebene Kopf- und Fußzeilen befindet. Mit F9 starte ich die Aktualisierung. Ich kann also jetzt einen anderen Ort hinzufügen, den alten überschreiben und mit OK bestätigen. Wenn ich aus der Kopf- und Fußzeile wieder rausgehe, Doppelklick ins Dokument, erwische ich mit STRG A, F9, die Felder, die eben hier in diesem Hauptdokument, in der Hauptebene zu finden sind. Das ist also genauso möglich. So, wenn ich jetzt OK drücke, jetzt habe ich gerade einen Enter gedrückt, das war natürlich Quatsch, aber mir geht es um die Aktualisierung, seht ihr sofort, dass sich das auch erledigt. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, um die Felder in der Kopf- und Fußzeile oder auch in Abbildungsverzeichnungen und solchen anderen Ebenen letztlich zu erwischen, wenn sie mit STRG AF9 eben nicht mit aktualisiert werden. Dazu wechselt ihr einfach über Datei, Drucken in die Seitenvorschau oder Druckvorschau. In dem Moment startet der Assistent für alle Ebenen, die nicht der Hauptebene entsprechen, und ihr könnt so eure Änderungen vornehmen. Ich nehme jetzt mal meins, dann haben wir mal drei verschiedene Orte. Drücke ich also OK, käme jetzt das nächste Feld und so weiter. Die Hauptebene ist davon unberührt. Das heißt, alles andere drumherum. Wir sehen es auch direkt in der Druckvorschau, können die abbrechen und dann wird auch hier im Dokument aktualisiert. Wenn euch das also ausreicht, STRG A, F9 für die Hauptebene, Druckvorschau starten, im Zweifel wieder wegnehmen, falls ihr eben nicht drucken müsst, ist das schon damit erledigt. Wir können aber auch uns das erleichtern, indem wir uns ein Makro schreiben und die ganzen Dinge zusammenbringen. Das ist ein Makro also auf nicht Dokumentebene, sondern generell für euer Word. Deswegen starte ich jetzt einfach mal den Makro-Editor. Mit Alt F11 geht das zum Beispiel. Da gibt es auch bereits bei mir verschiedene Optionen. Die will ich jetzt gar nicht, mache einfach hier einen Doppelklick, gar nicht groß zeigen, sondern es gibt hier in eurem Projektbereich einen Bereich, der nennt sich Normal. Normal Dot, ne? Früher vielleicht Normal.x haben wir jetzt. Und wenn ich hier reinschaue, finde ich verschiedene Objekte, Word-Objekte. Man sieht das hier, manchmal heißen die Verweise, Module. Je nachdem, was ihr alles für Dokumente habt, mit verschiedenen Optionen, haben wir hier solche Kategorien aufgelistet. In der Normal-Dot, hier würde man ein Modul einfügen. Gäbe es das noch nicht,
würde man über Einfügen, Modul, ein solches hinzufügen. Ihr könnt das auch machen, auch wenn es eins schon gibt. Ne? Ich nenne das jetzt einfach mal nicht Modul 1, sondern wir können das mal aktualisieren nutzen. Ihr seht, mir fehlt hier die ganze Eigenschaft auf der linken Seite. Das ist eine Ansichtssache und das könnt ihr hier oben im Ansichtsbereich dann auch verändern. Der Projektexplorer Steuerung R, das ist dieses Teil hier. Wenn ihr das also nicht offen habt, kann man das hierüber einfach öffnen und direkt darunter steht das Eigenschaftenfenster mit F4. Da wird dann eben die Eigenschaft zu dem jeweiligen Objekt, was ihr hier auswählt, dann mit angezeigt. Wenn ich also hier raufklicke, seht ihr Datenquelle aktualisieren. Hier haben wir Modul 1. Das kann ich also dann einfach umbenennen, wenn ich das möchte. Ich nehme das jetzt einfach mal Feldaktualisierung. So, muss man nicht, kann man, damit ihr irgendwann später noch wisst, was ihr hier tut. So, das ist also in dieser Normal drin. Jetzt gehe ich einfach mal auf Option, explizit. Das bedeutet, wir möchten, wenn wir Variablen verwenden, auf jeden Fall immer diese vorher erst deklarieren. Das ist so eine kleine Sicherheitsstufe, dass ihr nichts vergesst. Kann man eigentlich auch weglassen, aber ich nehme die immer mit dazu. Und dann startet tatsächlich unser erstes Makro. Das ist eine sogenannte SAP. Das ist auch unter Einfügen möglich, also eine Prozedur. Ihr könnt auch einfach lostippen. Ich möchte euch trotzdem mal den Assistent hier zeigen. Prozedur fragt dann nochmal nach einer regulären Prozedur, nach einer Funktion, die man speziell schreiben kann oder eine Eigenschaft, die man hinzufügt. Öffentlich oder auch nur in diesem einen Modul. Wir lassen mal alles so, wie es ist, schreiben einfach nur hin Feldaktualisierung. Ihr seht, ich nehme keine Leerzeichen, die sind nämlich nicht zulässig. Genauso solltet ihr Ös, Üs und Sonderzeichen hier nicht mit reinnehmen. Viele nehmen zum Beispiel einen Unterstrich, dass man es besser lesen kann. Mir ist das immer alles viel zu viel. Ich kürze sehr, sehr häufig diese Modulnamen oder auch natürlich Prozedurnamen. Und deswegen werden die einfach mit Groß- und Kleinschreibung bei mir betitelt. Das könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. Ihr seht aber schon, es wird ein Anfang und ein Ende produziert. Alles, was dazwischen ist, gehört jetzt zu diesem Makro, zur Prozedur, die wir eben schreiben. So, das Erste, was wir machen wollen, ist ja, wir möchten unsere Felder in der Hauptebene aktualisieren. So, das heißt, in VBA übersetzt, möchten wir etwas selektieren, auswählen, also Selection. Das ist unser Befehl. Jetzt kommt ein Punkt. Mit einem Punkt wird immer ein Kommando hinzugefügt, das heißt entweder eine Eigenschaft deklariert oder eine Aktion, die ausgeführt wird. Aktionen sind immer grün, zum Beispiel Calculate, das heißt rechne durch. Ne? Bei Excel hat man das zum Beispiel oft. Und vieles mehr, Clear, Character, All Formatting, das bedeutet zum Beispiel alle Buchstabenformate platt machen, ne? Auf den Standard zurücksetzen. Das sind also Dinge, die direkt ausgelöst werden. Diese kleine Hand mit dem Eigenschaftenzettelchen, das bedeutet, man muss einen Vergleich anstellen. Also zum Beispiel Borders, welche Borderstärke, also welche Rahmenstärke. Ich muss dann also immer sagen, ist gleich, ne? Ist gleich falsch, wahr, rot, grün, schwarz. Ein bestimmter Wert muss dann zugeordnet werden. Wir möchten alles markieren. Da gibt es extra eine Aktion für, die heißt Whole Story. Jetzt habe ich mich auch noch vertippt beim Reden. W-H-O-L-E, also Whole für Ganze. Story ist eben die gesamte Ebene. Und wenn ich das anklicke, bedeutet das einfach nur markiere alles. Das ist unser Steuerung A. Damit ihr das später noch wisst, könnt ihr euch Informationen hinten dran schreiben. Das kann man mit einem Hochkomma machen. Dann wird das auskommentiert, so nennt sich das. Ganzes Dokument markieren, heißt das. So, und wenn ich Enter drücke, seht ihr auch, es wird grün und dann weiß man auch, was man gemacht hat. Jetzt haben wir eine Auswahl erstellt, also Steuerung A getippt. Jetzt möchten wir, dass alle Felder aktualisiert werden. Das heißt, mit unserer Selection, Punkt, möchten wir was aktualisieren. Was möchten wir aktualisieren? Wir möchten Felder aktualisieren. Das heißt, in eurer Liste findet ihr Fields, Felder. Ich übernehme das mit Tab. Und was will ich mit den Feldern machen? Jetzt kommt wieder meine Aktion. Ich möchte sie aktualisieren. Das nennt man Update. Ihr kennt das vielleicht aus der Praxis. Date mal ab. Das ist also das Aktualisieren der Felder.
Aktualisierung der Felder. Schreiben wir es auch mal dazu. So, und zum Schluss möchten wir ja nicht, dass alles noch markiert ist, sondern wir möchten irgendwo unseren Cursor positionieren. Das kann ja beliebig sein. Ich nehme jetzt einfach mal die erste Position. Wir würden POS 1 drücken auf unserer Tastatur, also ganz oben die erste Position. Und das nennt sich hier Home Key. Also unsere Selection.Home Key bedeutet, spring einfach nach ganz oben. Spring an die erste Position. So, also auch wenn wir gescrollt haben, können wir sagen, müsst ihr nicht, ist einfach nur eine Idee. So, wenn das alles erledigt ist, er rattert dann ja einmal durch, also fragt euch, Name und so weiter, wie wir es eben eingetragen haben, möchten wir automatisch in die Druckvorschau wechseln. Das heißt, mit unserem aktiven Dokument, Active Document heißt das, das ist also das Spezielle, wo wir drin arbeiten, sonst müsste man das nämlich deklarieren, welches Dokument, wenn mehrere offen wären, möchte ich in der Print-Vorschau, also Print-Preview heißt das ja in Englisch, kann ich das dann entsprechend öffnen. Also ich gehe mal auf Print, hier seht ihr auch Print-Out gibt es zum Beispiel, dann wird es direkt gedruckt werden. Wir möchten aber die Vorschau haben, wir wollen direkt dort reinwechseln. Und das Ganze wollen wir auch wieder schließen, weil er fängt ja dann an zu aktualisieren. Ich will aber im Dokument an der ersten Stelle bleiben oben. Also hüpfe ich nochmal eine Zeile tiefer, nehme nochmal das Active Document und dann Close, also schließe ich das Ganze wieder. Können wir mal gucken, was bei Close steht. Close heißt einfach beenden. Close Print View bedeutet, wir schließen unsere Vorschau. Also ja. Es sind keine großartigen Schritte, aber die können wir eben hier wunderbar ergänzen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Enter gedrückt, das heißt, ich nehme hier noch ein bisschen was weg. Ihr habt aber wirklich Platz mit den Hochkommas, könnt ihr wie gesagt auskommentieren. Das ist also Öffnen der Druckvorschau und das ist Schließen der Druckvorschau. Ich habe mir das wirklich angewöhnt, zu schreiben, was ich da tue, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber man weiß einfach schon teilweise zwei Tage später nicht mehr, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht. So, das heißt, wir haben jetzt diese Aktualisierung hier in unserem Modulfeld Aktualisierung drin. Das gehört zu unserer Normal.x, also zu unseren neuen Dokumenten dazu und somit kann ich das dann einfach auslösen. So, ich gehe mal zurück in unser Dokument. Das ist dieses hier. Jetzt finde ich das unter Ansicht, Makros, das ist ein Split-Button, könnt gerne oben drauf klicken und dann werden alle Makros, die unter der Normal dort stehen und auch dem Dokument zugehörig sind, natürlich angeboten. Ich kann also die Feldaktualisierung hier starten und ausführen und dann fängt er eben erstmal an mit Steuerung A. Ich bleibe mal bei Intra, dann hüpft er in die Print-Preview rein, möchte den Ort, ich korrigiere wieder auf Darmstadt und gehe dann wieder an die erste Position. Der Cursor blinkt jetzt hier ganz oben ins Dokument und damit habt ihr alles aktualisiert. Ja, also bis dahin wäre das die zweite Variante, direkt schreiben. Ich will euch noch eine dritte kleine zeigen, die ist gerade vielleicht für die Neulinge interessant. Es geht ja auch ums VBA, aber zumindest könnt ihr euch dieses ganze Wo schreibe ich was hinsparen. Es gibt hier unten im Word-Dokument, ganz, ganz unten in dieser Bearbeitungsleiste, einen Makro-Button. Hier gibt es mittlerweile ziemlich viele. Wenn ihr das managen wollt, klickt ihr einfach mal mit der rechten Maustaste rein und da gibt es alles, was angehakt wird, das wird hier unten auch angeboten. Wenn also die Makroaufzeichnung fehlt, findet ihr die hier. Die kann man also wegnehmen und wieder hinzufügen. Word merkt sich das, das heißt, ihr habt die dann immer mit am Start und dann kann ich direkt hier draufklicken. Das ist vor allem dann interessant, wenn man nicht genau weiß, was er machen soll, was ich eintippen soll, wo ich mich positionieren muss und so weiter. Und ihr könnt aber ja die Schritte, ihr wisst die Schritte. Das heißt, ich könnte jetzt also auch das händisch aufzeichnen über den Makro-Recorder. Ich mache das mal hier. Ich gehe einmal hier rein, sage Makro 1. Er fragt mich dann, wie es heißen soll. Wir hatten eben Datenaktualisierung. Ich bleibe mal bei Makro 1. Er fragt hier, soll ich denn eine Schaltfläche hinzufügen oder möchtest du gerne eine Tastatur nutzen? Jetzt könnte ich also eine Schaltfläche zuweisen. Das macht vielleicht mehr Sinn als ganze Kürzel. Ihr könnt es aber auch kombinieren. Ich bleibe mal bei Schaltfläche. Dann kommt er automatisch in unsere Word-Option, in die Symbolleiste für einen Schnellzugriff. Das ist das Teil hier oben. Und da findet ihr euer neues Makro, was gerade aufgezeichnet werden soll. Das könnte ich jetzt hinzufügen.
Klick. Und hier kann man sogar unten noch das Symbol ändern. Sucht euch also irgendwas Schönes aus. Ich nehme mal hier den Smiley, drücke mal OK und dann wäre das dann später hier oben zu finden. Also da hat man gleich eine Schaltfläche am Start. Mit OK bestätigen und dann fängt er an aufzuzeichnen. Das heißt, die kleine Diskette hier unten zeigt eben, was ihr gerade tut. Und ja, jetzt könnte ich das genau machen, was ich eben kodiert habe. Also Steuerung A, F9. Dann drücke ich einfach mal OK, das brechen wir jetzt gleich ab oder korrigieren wir im Makro und dann können wir auf Datei drucken, drücken auch einfach OK, sehen die Druckvorschau und gehen wieder zurück und hüpfen mit POS 1 zum Beispiel an die erste Position. So könnte man das aufzeichnen. So, jetzt drücke ich hier unten noch Stopp, damit dieses Diskettensymbol verloren geht, so oder wieder weggeht. Das heißt, ich habe jetzt beendet. Und jetzt habe ich eben noch eine Anmerkung vergessen, deswegen drücke ich noch mal kurz auf Aufzeichnen. Das Ganze wird normalerweise immer in der Normal-Dot auch direkt gespeichert. Also das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Bevor ihr also auf Schaltfläche oder Tastatur klickt, um ein Kürzel oder einem Button zuzuweisen, bitte hier noch mal kurz prüfen, was hier steht. Es muss Teil der .m sein, der Normal.m, weil sonst ist es eben nicht bei jedem Dokument verfügbar. Das kann man hier noch verändern. Document 1, also mein aktuelles Dokument, würde nämlich bedeuten, dass es ausschließlich nur in diesem ein Dokument verfügbar ist. Also das muss man halt wissen. Normal ist es eigentlich so eingestellt, aber prüft das bitte vorher noch mal. Ich breche mal hier ab, weil das geht natürlich immer. Und dann können wir unser Makro einsehen. Ich klicke wieder hier drauf, Makros. Dann sehen wir unser Makro 1 und entweder führe ich das hier direkt aus, der Button ist ja hier oben auch schon zum Ausführen da, aber natürlich guckt ihr euch das vorher nochmal an, bevor ihr es ausfüllt, weil es ist nur ein Rekorder, der ist einfach nur da, um die Schritte aufzuzeichnen, also man muss das auf jeden Fall nochmal korrigieren, klickt also auf Bearbeiten, er bringt euch hier automatisch ein neues Modul, was ich eben händisch gemacht habe, das könnt ihr natürlich auch umbenennen. Es hat keine Auswirkung auf den Button, der wird aktualisiert. Ihr habt eure Sub, ne, eure Prozedur, die hier drin steht. Wir haben hier genau aufgezeichnet, was wir haben wollen. Und ihr seht zum Beispiel, den Wechsel in die Vorschau hat er jetzt bei mir nicht mit hinzugenommen. Warum auch immer. Also normalerweise, vielleicht habe ich eben abbrechen oder irgendwas gedrückt, aber normal soll das dabei sein. Also am besten dann nochmal versuchen aufzuzeichnen. Oder in unserem Fall, wir könnten jetzt, weil wir haben hier den Code dazu, das aktive Dokument. Das hier können wir also auch einfach rauskopieren oder abschreiben jetzt vom Bildschirm. Können hier reingehen und drücken STRG V oder schreiben es halt nochmal rein. Es ist überhaupt kein Problem, wenn das irgendwie so komisch eingerückt ist oder nicht. Ignoriert das erstmal, man kann hier Leerschritte machen, das ist einfach nur für die Lesbarkeit, die meisten machen einen Tab oder irgendwas davor, dass es halt bündig ist, das ist nur für euch, dass ihr es eben besser lesen könnt. So, und schon hätten wir unser Makro 1 auch korrigiert. Ne? Schaut also, wenn irgendwas überflüssig ist, kann man das auch rauslöschen, zum Beispiel, wenn ihr nicht den auf die erste Position wollt, drückt einfach entfernen oder kommentiert es aus, dann wird es für den Moment einfach rausgenommen und ihr könnt alles in Ruhe testen. So, und das probieren wir jetzt auch, weil das ist unser Makro hier oben. Klick, jetzt fängt er erst mit dem Namen wieder an. Drücke ich mal OK. Jetzt ist schon wieder Enter gedrückt. Dann geht er in die Preview rein, korrigiert nochmal den Ort und wenn ich mit OK bestätige, schließt er die auch wieder und kommt hier hin und ihr seht, es ist noch markiert, weil ich eben das POS 1 auskommentiert habe. Ja, so haben wir alle drei Varianten. Probiert es mal aus. Es gibt von Hause aus leider noch nichts anderes. Habe ich zumindest jetzt eben im Microsoft-Forum gelesen. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich hatte es nochmal über die Gliederungsansicht versucht, aber auch die hat leider die Kopf- und Fußteilen nicht mit dabei. Deswegen ist es, denke ich, für mich jetzt die einfachste Lösung, in die Preview zu wechseln. Und mit dem Makro funktioniert sowieso super. Probiert es mal aus, schreibt mir gerne einen Kommentar, ob es geklappt hat, wie ihr es findet, diese Lösung. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Liebe Grüße, tschüss. Jetzt habe ich vergessen, wie man es löscht, das will ich euch noch schnell zeigen. Wenn ihr hier auf der Seite, egal ob es jetzt zum Dokument gehört, wie hier oder eben zur Normal-Dot, einen Rechtsklick macht auf eure Module, dann könnt ihr Entfernen klicken. Er fragt dann nochmal, ob ihr das Makro exportieren möchtet. Das könnt ihr tun.
tun. Das ist eine .bas, da kann man sie wieder importieren, oder ihr sagt einfach nö und dann verschwindet die wieder. Ja? Ich mache das hier an der Stelle, die lasse ich einfach mal stehen, damit wir nochmal sehen, dass es tatsächlich sich verändert hat. Und zwar unter Makros sehen wir es jetzt schon, es gibt nur noch die beiden. Unser Button funktioniert natürlich jetzt hier oben nicht mehr, also rechte Maustaste aus der Symbolleiste für einen Schnellzugriff entfernen und da sind auch die Button weg. Die Tastenkombination sowieso, wenn ihr die festgelegt haben solltet. Jetzt haben wir es aber, also eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!